Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin super hyper gerade gestresst. Wir haben 7 Uhr morgens. Mein Vater kommt in genau 15 Minuten uns abholen, weil es nämlich jetzt gleich nach Las Vegas geht. Da hinten liegen noch die offenen Koffer. Ich muss noch ein paar Sachen zusammenpacken. Ich bin noch nicht geschminkt. Der Julian ist gerade erst aufgestanden. Ich muss jetzt erstmal klarkommen. Aber natürlich, bevor dieses Video jetzt noch komplett durcheinander wird und eskaliert und weitergeht, kommen wir erstmal zur Verlosung für meine Abonnenten, denn die gibt es natürlich in diesem Video auch. Und ich habe mir gedacht, dass es mal wieder ein Gutscheinpaket zu gewinnen gibt im Wert von 250 Euro. Aufgeteilt in einen iTunes, Saturn und einen Douglas-Gutschein. Ich glaube, da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Um an dieser Verlosung teilzunehmen, braucht ihr einfach nur einen Kommentar unter dieses Video. Video schreiben. Mit jedem Kommentar, das ihr schreibt, nehmt ihr einmal teil. Und wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, darfst du das sehr gerne auch über den Link oben in der Infobox machen. Ist ein Klick, kostet nichts. Somit legen wir diese Sachen auf die Verlostseite. Ja, mein Vater ist ein bisschen fertig, wir müssen uns beeilen. Ja. Was machst du? Ich pack gerade meine Sachen zusammen. Bruh. Boah, ist das dein Scheiß, ey. Hallo, ich muss die drei öffnen. Das ist... Ja, wir verpassen gar nichts. Soll ich bei dir auch absahnen? Nein. Selber schuld. Also wir müssen jetzt los. Super entspannte Situation. Bianca hat alles unter Kontrolle. Definitiv. Nein. Ich bin sowas von müde. Ich habe 1,5 Stunden geschlafen. Tschüss. Boah, guck mal, wie es schneit. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber es ist mega am Schneiden. Das ist der erste Schnee, den ich dieses Jahr sehe. Wir sind übrigens in Frankfurt angekommen. Da ist meine Schwester. Wir müssen jetzt mal kurz zum Terminal laufen. Was ist das denn, ey? Wer freut sich alles auf einen 12-Stunden-Flug? Er muss alles groß. Was? Alter, das ist der absolute... Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt irgendwie verstehen. Wir sitzen jetzt 2 Stunden im Flugzeug und sind immer noch nicht losgeflogen. In Frankfurt hat es irgendwie mega geschneit und es war irgendwie voll der Schneesturm. Und dann sind halt voll viele Flüge nach hinten geschoben worden. Stunden später. Hi. Hello. Welcome to Las Vegas. Thank you. I'm David. Can I help you with that? Yeah. Okay. Right. Thanks. All right, folks, right this way. Limousine, wie cool ist das denn? Ich hab's mir gerade erst mal mit meiner Limousine aufgeholt. Ich will das Licht anmachen. Boah, das sieht so geil aus. Ist meine Schwester noch im Auto? Nee. Im Auto verliert man sich manchmal. Do you like to check in? Bist du aufgeregt, Bibi? Ja. Going down. Going down. Das ist ein Aufzug, das ist klar. Wie viel Uhr haben wir eigentlich gerade? Kurz vor 0. Ich hab einfach irgendwas gesagt. 18:21 Uhr. Komm, geht ihr beide. Komm, geh. Oh nein, jetzt sind die Roller alle vor. Scheiße, ist das geil. Wie fett. Was ist denn hier das? Ah. Boah, kann man hier geile Selfies machen, das ist ja wunderbar. Ja, okay, geil. Komm, lass mal weitergehen. Hä? Wir haben wie eine komplette Küche mit Essbereich hier. Du hast diese geile Minibar. Wenn du 30 Sekunden das Essen hochhebst, dann kostet das direkt. Was ist das? Hier ist ein Ankleideraum. Bad. Ach komm. Ich will es aufmachen. Ich will es auch aufmachen. Der Ausblick aus dem Badezimmer. Okay, komm, weiter geht's. Hä? Geil, das ist auch alles voller Fenster. Ich muss wo kommst du denn her? Boah, sieht das gemütlich. Das sind die schönsten Vorhänge, die ich jemals gesehen habe. Komm Nadine, wirf dich mal hin. Und... Hier kann man abends gar nicht einschlafen. Oh. Du kannst doch nicht gleichzeitig mir entgegenspringen. Oh, wie geil! Was ein verdammter Traum. Okay, darf ich ganz kurz um eure Aufmerksamkeit bitten? Gehst jetzt an den Pokertisch? Natürlich. Ich habe eine kleine Überraschung für euch.
Und würde mich riesig freuen, wenn ihr vielleicht so 3-4 Minuten mal den Raum verlassen würdet. Hat er uns übrigens gerade eben schon angekündigt. Ja, habe ich schon erzählt, von daher. Jetzt kommt. Aber ich habe nicht erzählt, was. Komplett raus. Ja, wäre cool. Ihr könnt euch freuen. Pass auf die Überraschung, ist da so. Ich weiß nicht, ob wir uns freuen können. Gut so. Okay, Leute. Ich hab die geilste Überraschung auf der ganzen Welt. Ich habe nämlich den Klaus eingepackt. Nicht nur den Klaus, ich habe noch was anderes, zeige ich euch jetzt. Werde ich jetzt anschließen. Und ich werde jetzt einfach diesen Klaus komplett aufblasen. Wer nämlich gesehen hat, ich weiß nicht mehr welchen Koffer ich denke, vielleicht. Wer nämlich gut aufgepasst hat, hat gesehen, dass am Anfang des Videos lag der Klaus. Der Weihnachtsmann unaufgeblasen in der Mitte. Und ich dachte, das fliegt auf, weil ich hatte den von Anfang an vor mitzunehmen. Aber Bibi hat es nicht gemerkt. Dachte wahrscheinlich einfach, ich hätte aufgeräumt. Und die Rollschuhe habe ich noch eingepackt. Habe ich alles nachher noch gemacht. Die schlechte Nachricht ist, die Bibi wird mich umbringen. Ich musste leider ihre Schuhe auspacken, weil das sonst nicht reingepasst hätte. Boah, schreibt jetzt mal in die Kommentare, was ihr denkt, was die Bibi macht. Ja, Mann. Ich glaube, Bibi wird sich natürlich freuen, dass der da ist. Die wird mich natürlich für komplett bescheuert halten, dass ich den mitgenommen habe. Die haben auch krass viel Platz weggenommen. Aber hiermit kann man natürlich krass gut durch die Wohnung fahren. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, was die beiden jetzt dazu sagen werden, beziehungsweise Bibi. Nadine findet es wahrscheinlich einfach nur lustig. Scheiße, der bläst sich ja viel langsamer auf als in Deutschland. Das dauert. Noch 1-2 Minuten, dann bin ich fertig. Vermutlich 5-6 Minuten. 10, man weiß es nicht. Ja, so viel dazu. Okay, Leute. Schon peinliche Situation. Okay, komm schnell rein. Mann, wir haben 20 Koffer für 2. Nein. Was? Willst du mich verarschen? Das ist nicht dein fucking Ernst. Sogar die Rollschuhe. Ist das nicht geil? Das ist nicht dein Ernst. Bibi, sag, das ist die geil. Komm, jetzt check ein. Das hast du heute noch nicht gemacht. Ich komm nicht auf. Komm, jetzt check ein. Und... Bibi, 3, 2, 1 und... Nadine, du musst auch einschlagen. Okay, jetzt zu den Bad News. Musste leider ein paar Sachen auspacken. Bruh. Nein. Geil, sich mit der Sonnenbrille. Wie hast du denn überhaupt transportiert? Ich hab die Koffer gepackt. Ich hab später nochmal... Bist du jetzt sehr sauer auf mich? Ich hab ein paar Schuhe von dir ausgepackt. Und ein... Welches? Du hast 2 Paar hohe Schuhe. Das habe ich unfassbar als unnötig empfunden. Du kannst dich darüber entscheiden, was unnötig von meinen Sachen ist. Oh nein, ist. Ich glaube, sie ist sauer. Ich sehe es. Und einen Pullover habe ich ausgepackt. Der war sehr, sehr dick. Und ich werde dir auf jeden Fall einen neuen kaufen, wenn du das dein Lieblingspulli war oder so. Ach Mann! Jetzt sag doch, wie geil das ist. Ja. Wir können jetzt jeden Tag hier einchecken. Aha, der will auch mal die Welt sehen. Ja, ich bin so froh, dass ich jetzt einfach jeden Tag hier einchecken kann. Das ist so verdammt cool. Gut, dann machen wir uns jetzt mal fertig und gehen dann runter, oder? Du bist cool, Jussi. Du hast immer verrückte Ideen am Start. Komm. Das war es erstmal für den ersten Tag hier aus Las Vegas, beziehungsweise eigentlich ist es ja nur die Ankunft. Wir waren jetzt eben im Hotel noch ein bisschen unterwegs. Wir sind einfach alle total müde von der Reise. Gerade meine Schwester ist noch nie in Amerika gewesen, hat noch nie einen Langstreckenflug gehabt. Jetzt direkt einen 12-Stunden-Flug, beziehungsweise eigentlich waren wir sogar 14 Stunden im Flieger mit den 2 Stunden am Anfang, plus 9 Stunden Zeitverschiebung. Und wir haben jetzt hier nach Las Vegas Zeit ungefähr Mitternacht. Das heißt, wir haben alle gut durchgehalten und sind eigentlich direkt in die Zeit reingekommen, was mega gut ist. Ich habe jetzt schon das Video angefangen zu schneiden und werde das jetzt zu Ende schneiden. Dann sind wir hoffentlich morgen fit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video und freut euch auf die nächsten Tage, denn jetzt werden natürlich erstmal die ganzen nächsten Tage aus Las Vegas hier gevloggt. Und ich freue mich einfach so sehr auf die Woche jetzt hier, vor allem mit meiner Schwester. Das ist irgendwie für mich doch was sehr, sehr Besonderes und denkt an die Verlosung. Ihr könnt in diesem Video ein Gutscheinpaket im Wert von 250 € gewinnen.
Ihr braucht nur einen Kommentar schreiben und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dürft ihr das gerne über den Link in der Infobox machen und ich bin wirklich auch so müde. Ich höre jetzt auf zu reden. Danke fürs Einschalten. Hoffentlich bis morgen um 14 Uhr. Ich hab euch ganz doll lieb und bis dann. Tschüss.